bin ich super gespannt, wie er diese Mannschaft führt. Plus die Youngster on top. Und mit Sülka, der auch. Watson. Schöner Cut. Und Watson. Giselle High-Low anspielen. Und TJ Crockett. Braunschweiger legen so ein bisschen die Scheu ab. Watson versucht aufzuposten, dann was den kleineren Gegenspieler vorgeknöpft. Damit muss er nach Braunschweig, wo er ja auch schon mal war und in die BBL, wo wir ihn kennen. Mal ein wenig Eingewöhnungszeit wieder auch für ihn. Schuka. Er kriegt die Spots da draußen. Wieder der Bamberger Lauf sozusagen. Flanagan zieht zum Korb. Gabriel Kuku war das. Schon im Nachfass kümmern wir uns um die Easy Credit BBL. Die sollte auf dem Papier stehen. Ab heute wieder. Und das ist Lofton. Schneller Antritt. Kyle Lofton. Auch er einer der Lofton. Fiesel stellt ihm da den Block und dieser Lofton von der Bank direkt mit einem. Fiesel. Ja. Macht einen schwach von jenseits der Linie. Mitchell. Er hat es uns ja im Interview gesagt. Kurze Aktionen bei den Bambergern und dann aus relativ einfachen System, der schnelle Abschluss gesucht und dann der Dreier aus. Segu gegen Velička. Bisher in diesem Spiel. Velička und dann ist Schuka da im Nachfassen. Tritt und da kommt der Block. Schilling ist aber da wieder. Mitgeholfen, mitgedacht vor allen Dingen. Schuka! Exzellentes Anspiel. Bei Braunschweig mit der Nummer 2. Ein super spannender Spieler. Segu! Dritte Etage. Hier nochmal. Wow. Besser beim Rebound arbeiten. Vielleicht den Ball ein bisschen mehr laufen lassen. Ranjai, starke 1 gegen 1 Aktion. 2-3 Dreier mehr und man würde hier klar führen. Korb attackiert von Evie Watts. Ranjai, Pick and Roll mit Schilling und diesmal über die linke Seite und das passt. DJ Crockett. Dafür ist er ja da. Das ist so ein Kreativling. Barajai. Watson gegen Kalu. Da ist der Ball schon wieder weg. Der nächste Turnover der Bamberger. Der sechste müsste das sein in diesem Viertel. Und hier holt er auch den Rebound. Und die Braunschweiger attackieren. Baranjay wieder über die linke Seite. Flanagan, der Cut von Crockett. Die Guards machen den Bambergern. Braunschweig da noch investiert, plötzlich auch wieder mal mit Druck gegen den Ball. Das ist eine Einzelaktion, aber eine erfolgreiche. Mit einem End-One. Ja, Schröder sogar Einzelaktionen zu lösen. Velička. Oh, krass. Und immer Attacke. Immer Attacke.
Wow. Belička. Rocket. Ja, das sind genau die Würfe, die er kann. Stumpfe, nicht mehr in Erscheinung getreten. Kein einzigen Punkt. Zülker. Und es läuft bei Braunschweig rund. Schuka für. Watson von draußen. Ja, da ist die Auszeit. Denn die Serie von Bamberg ist schön von Kalusi in den Rücken der Defensive in die Zone geschummelt. Sehr schönes System, schöner Pass auch von Schilling. Gegen eins. Der will nicht durchflutschen. Den Wurf geben sie einfach so ab. So. 8 Punkte Rückstand oder beziehungsweise 8 Punkte Führung. Sie verwalten so ein bisschen mit wenig Fehlern. Aber die Braunschweiger haben es zugelassen, Bamberg. So, hier nochmal das Attackieren des Big Man von Unschein. Boah, wie krass der zum Korbsieger. Das sind keine einfachen Winkel, die er da. Kommen Sie nochmal in Ballbesitz, Krimmer, und dann ist Schuka da und blockt ihn weg. Foulspiel. Tiefen Abklatschen mit einem erfreuten Dennis Schröder. Hier sehen wir den Block nochmal von Schuka gegen Krimmer. Aber Ballbesitz natürlich nach dem Unsport. Rocket gegen den größeren Spieler. Stepback-Dreier ins Gesicht von Evi Watson. Die gute Mischung, von der wir gesprochen haben, das wird nicht mehr funktionieren. Belička. Und ich glaube an diesen Herrn, ja. Und eine bittere Enttäuschung für Bamberg. Der wird nicht mehr zählen und hätte auch nicht gezählt. 77-96, eine herbe Schlappe für Bamberg.